Nicht nur Mangas können adaptiert werden, sondern auch Light Novels, Videospiele, allen voran natürlich Visual Novels, Theaterstücke, Brettspiele, Kartenspiele und vieles mehr. Jene Adaptionen haben in unserer Umfrage eine eigene Kategorie spendiert bekommen. Anders als bei den Manga-Werken ist es hier allerdings seltener der Fall, dass sie im Vorfeld außerhalb Japans einen größeren Bekanntheitsgrad genießen. Umso schöner ist es dann aber zu sehen, wie sich der Hype um die Anime-Adaptionen bildet. Die 5 meistgehypten Serien seht ihr jetzt. Bei einem verheerenden Verkehrsunfall scheint für Kazuma Sato das letzte Stündlein geschlagen. Doch für den Hikikomori kommt es anders, denn er erwacht und sieht eine hübsche Göttin vor sich, die ihn in eine andere Welt mitnimmt. Dort versucht er friedlich ein neues Leben aufzubauen, doch der Dämonenkönig scheint es aus einem bestimmten Grund auf ihn abgesehen zu haben. Die 11 Folgen umfassende Fantasy-Komödie hat 4,44% von euch überzeugen können. Im kommenden Januar geht eine zweite Staffel von Konosuba an den Start. Exakt 5% von euch ließen sich von Ikikurugane und allen voran Stella Vermillion in ihren Bann ziehen. Selbst in der fantastischen Welt der Magieritter ist nicht jeder perfekt. Iki wird sogar als gescheiterter Krieger bezeichnet, der in der Schule zu allem Überfluss auch noch von der Klassenbesten zu einem Duell herausgefordert wird. Der Verlierer wird dem Gewinner ein Leben lang dienen müssen. Fantasy-Schuldramen sind nichts Neues, doch Rakurai Kishi no Cavalry gehört eurer Meinung nach zu den besseren seiner Art. Sorry ist ein Jugendlicher, der zusammen mit den Seraphim aufwuchs. Spirituelle Wesen, die von normalen Menschen nicht gesehen werden können. Sorry glaubt an die alte Sage, dass jeder Mensch vor langer Zeit in der Lage war, die Seraphim zu sehen und träumt davon, die antiken Mysterien zu entschlüsseln, um diese Vergangenheit wieder Realität werden zu lassen. Die Tales of Spielreihe erhielt bereits zahlreiche Anime- und Manga-Adaptionen und auch Zestiria the Cross fand bei euch regen Zuspruch. Platz 3 für die Fantasy-Serie, die dank KSM ab nächstem Jahr auch in Deutschland erhältlich sein wird. Haruhiro wacht eines Morgens in einem finsteren Gewölbe auf. Außer seinem Namen weiß er nichts mehr von sich. Weder wo er herkommt, noch wie er hier gelandet ist. 10 anderen Menschen ist es ebenso ergangen wie ihm. Doch bald lernen sie, dass es sie nach Grimgar verschlagen hat. Eine Welt wie aus einem Fantasy-Game. Das Ziel ist klar. Das Spiel verlassen und in die eigene Welt zurückkehren. Der Publisher Kasee veröffentlichte die Fantasy-Serie seinerzeit im Simulcast mit deutschen Untertiteln. Über einen Home-Entertainment-Release wird bislang geschwiegen. So oder so reicht 5,4% eurer Stimmen für den zweiten Platz. Schon bei den Umfragen zur Summer Season hat ReZero jegliche Rankings dominiert und auch bei dieser Jahreswertung stampft die Fantasy-Serie die Konkurrenz in Grund und Boden. Dabei ist Tsubaru Natsuki zunächst ein ganz normaler Oberschüler, der dann jedoch eines Tages in einer alternativen Welt verloren geht. Relativ schnell sieht er sich mit einer tödlichen Gefahr konfrontiert, die erst von der silberhaarigen Emilia entschärft werden kann. Aus Dankbarkeit begleitet er die Schönheit fortan, aber nur wenig später werden die beiden getötet. Doch dann beginnt das Spiel von neuem. Das Konzept der Serie ging auf und sorgte weltweit für Begeisterungsstürme, auch bei euch. Der unanfechtbare erste Platz geht an ReZero.
Mal abgesehen vom ersten Platz waren die vorderen Plätze ziemlich umkämpft. Habt ihr mit diesen 5 Titeln gerechnet? Vermisst ihr vielleicht sogar eine Adaption? Lasst uns in den Kommentaren ein wenig diskutieren. Vielleicht habt ihr ja auch Verbesserungsvorschläge für dieses Ranking-Format. Das hier war zumindest nur das letzte Video für die Anime des Jahres 2016. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns schon bald wieder.